Hey ho, meine Lieben, ich starte hiermit unser Burrito-Weekend. Wochenende deshalb, ich werde so viel machen, da werden wir morgen mit Sicherheit auch noch dran essen, den Besuch morgen abfüttern, aber das seht ihr dann eben zum Ende des Videos, ganz klar. Der kommt ja erst morgen. Mein Plan, schöne Tortillas zu Burritos verarbeiten, verschiedene Füllungen etc. pp. Gehen wir ganz einfach rüber in die kleine, aber feine Küche. Da zeige ich euch die ganzen Zutaten und wie ich damit verfahre. Attacke! So, Freunde, wer sich bis jetzt gewundert hat, dass die Manu noch nicht im Video war, der geht es heute nicht ganz so gut. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass er mir vielleicht nachher ein klein bisschen hilft. Aber ansonsten würde ich weitgehend aus dem Video definitiv heute draußen bleiben. Gut, was haben wir hier? Creme fraiche. Dann habe ich hier rote Kidneybohnen. Mais, ganz wichtig. Dann habe ich Ananas. Ich habe nämlich noch was ganz Spezielles vor. Bisschen Petersilie und Koriander. Wird nachher auch extra klein gehäckselt noch. Hier haben wir Avocados, Zitrone und Limetten. Haufen Zeug heute, ja. Tomaten. Na, sieht man sie? Jawohl. Dann Paprika, was ich von dem ganzen Material alles noch brauchen werde und so, das sehen wir nachher. Dann haben wir ein bisschen an Gouda. Bacon, ganz wichtig. Sollen ja Burritos nach dem jeweiligen Geschmack werden. Dann haben wir hier die Tortillas. Doch, Tortillas. Ach, naja, gut. Frühlingszwiebeln, normale Zwiebeln, Paprika, Pfeffer, Salz, bisschen Knoblauchgranulat und ein Kreuzkümmel, Kurkuma. Ja, Hackfleisch und Hähnchenbrust ist noch in der Kühlung. Das hole ich nachher raus. Jetzt wird hier erst einmal angefangen zu schnibbeln. Guacamole, die werden wir out of Video machen. Das wissen wir ja. Ah, ganz wichtig. Ich möchte mir eben wächst der Ananas einen Burrito machen. Mit Dönerfleisch und Ananas. Mmh. Oh, ist das lecker. Ja, Leute, ich habe da einfach mal Lust drauf, das auszuprobieren. Und darum mache ich das. Jetzt werden vielleicht ein paar Leute wieder sagen, Ananas und Dönerfleisch, aber warten wir es ab, wie es schmeckt. Ich lege jetzt los. Soweit erstmal alles vorbereiten, damit wir dann an die Pfanne rübergehen können. Weil das meiste wird alles erst einmal noch schön ein klein bisschen angebrutzelt. Gut. Und wer hat da letztens gemault, ich soll mein Messer schleifen? Mache ich immer wieder mal. Also kein Thema. Ja, gut ist. So, Leute, ich habe jetzt hier die Hähnchenbrust klein geschnippelt. Die tue ich jetzt gleich einmal vorwürzen. Tue mal ein bisschen Knoblauchgranulat dran. Salzen. Bisschen Pfeffer. Bisschen Paprika, wobei es ja von der Paprika bekanntlich immer ein bisschen mehr sein darf. So. Na. Wo ist mein Umrührer? Nehmen wir den hier. Ich brauche jetzt mit der Finger nochmal reingriffeln. Und so kommt es jetzt dann gleich in die Pfanne.
Und das Hackfleisch wird ziemlich genauso gewürzt. Das mache ich dann in der Pfanne drin. Tja, ansonsten angebraten wird der Mais, die Bohnen und Ananas. Die müssen wir aber auch noch klein schnibbeln. Da hinten die Paprika wird noch angebraten. Und ja, das war's dann mit der Anbraterei. Gehen wir einfach rüber am Herd. So, ich hoffe, das Ding ist schon heiß genug. Dann tun wir das ganze Fleisch hier wieder rein. Oder hier rein endlich. Ja, noch mischen, nächste Gewürze. Ja, wenn man es nicht mit der Hand gescheit durchknetet, dann ist es so. Und dann tun wir das jetzt einfach schön anbraten, durchbraten, dass es durch ist. Und dann kommt es wieder in die Schüssel, die ich jetzt aber erst einmal spülen werde. Kurz den Herdrohr schalten. Hähnchen ist soweit durch. Spült jetzt raus und danach sehen wir uns gleich wieder mit dem Hackfleisch hier. Ganz einfach in dieselbe Pfanne rein, bisschen Öl noch mit drauf und gut ist. Und jetzt fangen wir hier zum Würzen an. Hier gibt es jetzt einen klitzekleinen Unterschied. Hier nehme ich mal scharfe Paprika, dass da ein klein wenig Schärfe hinkommt. Ausnahmsweise mache ich das mal. Dann ein klein bisschen Kreuzkümmel dazu wieder. So, dann wo ist mein restliches Gewürz? Knoblauchgranulat. Also wir waren jetzt einfach zu voll, frischen Knoblauch zu schneiden. Das gibt es ja ganz ehrlich zu. Und noch Salz und Pfeffer. Irgendwie der Wischi von denen immer so gut. Müssen wir natürlich schön vermischen hier und dann wird es auch schön angebraten und kommt dann in diese Schüssel rein und danach geht es mit dem Gemüsezeugsel gleich weiter, auch alles in derselben Pfanne. So, dann das Hackfleisch wäre dann auch soweit. Ich habe es gerade schon probiert, sehr lecker. Wir müssen das nicht tot braten, dass das hinterher knirscht beim Kauen. Ich möchte da noch ein bisschen sozusagen saftig haben. Hauptsache doch ist es und gut ist. Tue ich jetzt raus und dann geht es gleich hier weiter. Hier noch das Ölzeugsel vom vorher alles drin. Und jetzt tun wir ganz kurz die Paprika anbrutzeln. Also wirklich auch bloß kurz. So Leute, das waren vielleicht jetzt 2, maximal 3 Minuten. Das reicht schon wieder. Dann dasselbe Spiel mit dem Mais. Auch einfach nur mal kurz anrösten. Und wenn ihr Popcorn habt, dann war es zu lange. Der ist gut. Ich durfte gerade, Dip probieren. Das reicht schon wieder für den Mais. Was dann unten auf die Tortillas oder Burritos, es werden ja Burritos, drauf gestrichen wird. So, jetzt muss ich wahrscheinlich den Mais hier rausbekommen komplett. Und genau dasselbe Spiel mit den Böhnchen. Bitte einmal ausspülen, danke. Also man sieht, hier haben die Bohnen nicht abgespült
meiner Meinung nach gibt es noch ein bisschen Geschmack. Die werden jetzt auch einmal kurz noch angeschnorrt. Ach, warum sage ich heute immer angeschnorrt? Geschnorrt. Ja, geschnorrt. Da liegt noch ein Mais. So, und die Bohnen am kürzesten, weil die zerfallen und sonst. Also, Hauptsache mal kurz angeschmort. Tja. Jetzt haben wir nichts mehr drin. Oh. Ich glaube, das nächste Mal mache ich die Bohnen ganz am Schluss. Die Pfanne muss ich erst sauber machen. So kann es gehen, Leute. So, da wäre ich schon wieder. Ich habe jetzt mit dem Öl sozusagen den Bohnensatz unten ein bisschen gelöst, habe den weggeschert und hier rein. Und gut ist, damit. Jetzt tun wir noch unseren Bacon ein klein bisschen anbrutzeln. Da muss auch jeder für sich entscheiden, wie lange er den drin lässt, wie weit er den angeschmort haben will. Da gebe ich jetzt keine Vorlage. Ich will ihn einfach mit drin haben, drauf haben und gut ist. Ja, die Vorarbeiten sind das Schlimmste hierbei. Das reicht mir schon wieder. Und jetzt zum Schluss hier noch kurz die Ananas. Auch nur ganz, ganz kurz, da schalte ich sogar den Ofen jetzt oder den Herd jetzt schon aus. Eigentlich bloß einmal durchschwenken und dann sind die auch schon wieder gut. Und dann kommen die auch schon wieder raus hier. Und danach müssen wir jetzt erst einmal die Pfanne sauber machen. Tja, Leute. Und dann geht es definitiv in den Endspurt. Ich stecke jetzt hier gleich einmal den Opti-Grill ein. Mit der Backschale. Einschalten. Hallo, manueller Modus. Okay, 210 Grad. Ja, 200 Grad reichen. Okay, und dann heizt das Ding schon mal vor. Hier machen wir unsere Herdplatte wieder an. Dann kommt da schon mal der erste Tortilla. Tortillas. Erste Tortilla rein. Tortilla, ach Mann. Dass der warm wird, bevor es rüber geht zum Befüllen. Und ich mache jetzt heute sozusagen das Versuchskaninchen, mache mir den ersten und probiere den dann erst einmal, bevor die nächsten gemacht werden. Tja, also wie gesagt, von beiden Seiten einmal ganz kurz anwärmen, sofern die Pfanne mal warm wird. Und dann stelle ich die Cam jetzt dabei schon rüber, dass es da gleich weitergeht, bevor das Teil wieder kalt wird. Hier ist die Auswahl mittlerweile wirklich riesig. Übrigens haben wir hier nur noch Petersilie. Wir haben zu dritt einstimmig beschlossen, wir hauen den Koriander zum Teufel. Die Frühlingszwiebeln, ja, die lasse ich jetzt auch mal da. Hackfleisch, ja, und das ganze Zubehör. Wo ich jetzt aber bloß das wenigste davon brauche.
Ja, und wenn es in der Pfanne einmal kurz angewärmt war oder wurde, kann man es hier drauf tun. Spatzel, was hast du hier in dieses Sößchen alles mit rein? Petersilie, Pfeffer, Knoblauch, frischer Knoblauch, bisschen drin. Okay. Salz und ein paar andere Kräuter noch. Ja, und ich mache mir jetzt eben meinen Döner. Döner. Wie heißen die Dinger, wenn sie fertig sind? Lamotschu. Nein. Web. Nein, nicht Web. Sag mal, bin ich. Dönerfleisch. Oh, bin ich jetzt deppert. Burrito. Ja. Ich mache mir hier jetzt meinen Döner-Burrito mit Ananas. Mann. Also heute glaube ich es wirklich. Ja, die Zeit springt, dauert um. Mhm. Wir haben jetzt 19:01. Echt? Ja. Eieieiei. Ja. So, das reicht schon. Dann donner ich mir hier noch schön Ananas mit rein. Wahrscheinlich bleiben die Ananas eh ziemlich komplett mir. Dann ein paar Zwiebeln noch drüber. Nennt mich ekelhaft, ist mir egal. Bacon wird auch dazu gut passen, mein Schatz. Ja, das habe ich ja auch vorgehabt. Gut, okay. Und noch ein klein bisschen Soße oben drüber. Das reicht jetzt aber. Das ist jetzt eh schon fast wieder viel zu viel hier drin. So. Und dann kann er in Opti-Grill rein. Ja, der immer noch im Vorheizen ist. Mais, Bohnen, Paprika. Ja. Was noch? Bitteschön. Baust du den? Ja, ich mach den. Okay, alles klar. Meiner liegt im Opti-Grill. Und ich habe den Käse bei mir vergessen. Ja. Nicht zu viel. Nein, mache ich doch gar nicht zu viel. Du hast es jetzt fast bis zum Rand, nur in der Mitte einen Streifen. Wusste ich doch nicht. Ja, na klar, hat man wieder nicht zuguckt, gell? Nee. Ah, nur in der Mitte? Ja. Okay. In der Mitte einen Streifen. Einen Streifen in der Mitte. So. Reicht mit den Bohnen. Ja, Kind. Bisschen Paprika. 1 plus 2, wenn es geht. Ich nehme aber jetzt die Fingerchen. Gut. Fleisch. Fleisch, Hackfleisch. Ist mir eigentlich egal, welches Fleisch. Schmeckt alles. Egal? Egal. Kommt ein bisschen Hähnchen. Was noch? Ein Beckenstein. Das war's. Das war's. Bisschen Petersilie noch drauf. Klein bisschen Mais drauf. Das reicht. Schmeckst du doch gar nicht. Doch. Gut. Nein. Dann können wir den hier auch zusammenlegen. Und ab in Opti-Grill. Aufmachen bitte. Und Nummer 3 für Spatzl. Na, zu viel. Das druckt doch alles raus. Das sieht immer so gut aus bei den Leuten. So, was haust du noch alles drauf? Mais. Bisschen Mais. Das hast du ja auch Dönerfleisch genommen. Ja, und? Warum denn nicht?
Was noch? Fertig? So, jetzt. Gut. So, gib mir mal meinen Teller bitte, Alina. Hier. Jetzt holen wir meinen nämlich raus. So. Tja. Leute, und dann schneiden wir den ersten hier jetzt einmal an. So wie ich mir das gewünscht habe. Genau so. Und probieren. Ich hole mir nur noch Dönerfleisch pur. Boah, ist das geil. Ja. Das ist geil. Leute, dieser Döner Ananas Burrito ist der absolute Hammer. Lecker. Ich gehe jetzt essen und ja. Hol euch wieder dazu, wenn wir den nächsten machen. Ob noch heute oder morgen, das sehen wir dann. So Leute, lacht's nicht, aber ich bin nach meinem jetzt auch schon vollkommen satt wieder. So. Alina wart nochmal. Bisschen Grundsoße. So. Was alles drauf? Mais, Bohnen, ein bisschen von dem. Und ein bisschen Hackfleisch hieß es mal mit. Ja. Und Käse. Und Käse auch dieses Mal? Ja. So. Ne? Eieieiei, hier geht's zu, Leute. Den Käse haben wir jetzt bei allen vergessen. Aber macht nichts, dafür kommt jetzt einer drauf. Das reicht. Reicht? Ja. Jetzt reicht's. So. Mais? Mais. Reicht. Okay. Bohnen. Reicht auch. Ein bisschen Paprika wieder. Das reicht. So. Ein Bacon. Hat man zwar nicht gemalt. Und noch ein bisschen Hähnchen. Dann kommt das nämlich so schnell. Das reicht. So. Gut. Also das Video, wo ich, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich letztens über Burritos gesehen habe, die haben die Dinger irgendwie am Rand gefüllt und dann komplett eingerollt. Aber für mich persönlich ist es jetzt so einfacher. Der kommt jetzt wieder im Opti-Grill, bis er fertig ist. Heiß, 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 heiß! Wo habe ich jetzt das Messer liegen? Da. Und einmal aufschneiden. Ja, und auch Alina, ihre Wahl sieht gut aus. Dazu noch etwas Avocado-Dip. Guacamole, genau. Tja, und dann kann ich den nächsten Teller weiterreichen. Und das war's dann für heute. Morgen geht's dann mit dem Video weiter. Mhm. So Leute.
Leute, Burrito Weekend, zweiter Tag. Es ist noch jede Menge übrig. Also wir können noch ein paar füllen von den Dingern. Und dazu ist mein Lieblingsfresspopel heute gekommen. Hey, hallo! Ja. Ich komme nicht nur zum Essen, ich komme auch zum Kaffee. Und ich habe gleich die richtige Tasse gekriegt, Edgematch. Ja, und natürlich nehme ich die Tasse mit. Jetzt hast du meine Schmerze. Alex wieder da. Der kriegt auch ein oder zwei Burritos. Dickes, ja. Bauch. Aber bei dir auch. Nee, ja. Bei weitem nicht so viel wie bei dir. Ja, und es gibt wieder verschiedene Burrito-Varianten. Anfangen werde ich wieder zum Austesten. Heute ist das ganze Material ja kalt, nicht so wie gestern. Also sprich, im Opti-Grill werden sie ein klein bisschen länger heute drin liegen, dass sie schön warm werden. Und das werde ich natürlich wieder vortesten. Gut, legen wir los. Wir werden mal satt. So Leute, und ich möchte es heute jetzt tatsächlich mal ausprobieren mit dem Einrollen, ob ich das hinkriege, so wie ich das gesehen hatte. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Vielleicht funktioniert es ja. So. Was haue ich mir dann unten rein? Erst einmal ein bisschen Käse, bevor ich den wieder vergesse. Ja. Ruhe im Hintergrund. Dann kommt ein bisschen von dem Hackfleisch drauf. Also ich will jetzt einiges hier drin haben, deswegen muss ich da aufpassen. Von allen etwas. Ein bisschen Hähnchen. Dann noch ein paar Fetzen von dem Dönerfleisch. Ganz klar, ich brauche meine Ananas hier drin. Ich sagte ja, ich hau von allen was, nein. Aber ich glaube, das kostet mich doch. Das weiß ich auch noch nicht. Mal ausprobieren. Bisschen Mais. Ein paar Böhnchen. Dann klappt es mit den Pupsen besser. Ja, wie gestern. Ein paar Frühlingszwiebeln. Ein bisschen frische Petersilie drüber. Scharfen Zwiebeln. Ja, also die Zwiebeln haben wirklich Bums. Eine Scheibe Bacon noch. Und dann habe ich, glaube ich, alles. Dann probiere ich das jetzt einfach mal hier so aus. Und schau mal, ob ich das Ding wirklich einrollen kann. So. Wir glauben an dich. Du halt die Klappe. Du schaffst das. Tja, und jetzt haben wir einen gerollten Burrito. Ab Bravo. In Opti-Grill. Bravo. So. Der braucht jetzt eine Weile. Du hast vergessen. Was habe ich vergessen? Nee, nein, das ist zum Dazutippen. Ja. Ach so. Avocado-Dip. So, gleich den nächsten. Wie nennt man die? Was? Guacamole. Genau. Gurke und Mole. Ja. Okay. Alex! Kommen Sie näher, treten Sie hier heran. Ich hab den, du machst es. Ja, aber ich möchte ja wissen, was du drauf haben willst. Genau, gleich übel, Alter. Das kann gar nicht sein, das ist meiner gewesen. Ja, den darfst du mal genau gleich machen. Ja, da schmeißen wir hier halt auch von allen ein bisschen was drauf. Aber Ananas nicht vergessen, gell? Ja, da bin ich gerade dabei, ja. Du Granate. So.
Aber der Bacon darfst du Mädels lassen. Hm? Der Bacon darfst du den Mädels lassen. Müssen wir bloß schnell genug sein, bevor der wieder auskühlt. So. Bisschen Zwiebeln. Na, auseinander gehen hier. Und das ist jetzt heißt, ich habe gar nichts getan. Ich leg auch noch was drauf, gell? Hau jetzt ab hier. Noch ein bisschen was von dem Dönerfleisch. Haben wir alles, jawohl. Der ist schon etwas störrischer. Den muss ich einklappen. Das war, glaube ich, auch der, was gestern übrig geblieben ist. Soll die Nadel und Faden holen? Schellercroissant. Ja, ein bisschen brauchen sie noch. In der Zeit, ja, bereiten wir gleich einmal die nächsten vor. So, oder ne? Dann schauen wir mal, ob der jetzt schon warm ist. Und wenn nicht, ist ihn kalt, habe ich Pech gehabt. Oh, hey. Sieht gut aus, gefällt mir. Und ab in den Hals. Genau die richtige Esstemperatur. Lecker. Gut. Als nächstes sehen wir dann Alex beim Mampfen. Und dann darf Manu die nächsten basteln. Hierher, da essen. So, wie unter der Auskleid? Gut, einmal. Oh, ich habe alles. Und? Und? Weg hier. Verschwind jetzt hier. Es muss weitergehen. Spitze. Bombastico. Tschüss. So, und Spatzel darf ich jetzt hier gleich den nächsten bauen. Da habe ich noch ein Tabasco drauf. Habe ich auch noch da, ja. Was noch? Bacon. Zum Abschluss. Zum Abschluss. So. Das war's. Das war's. Keine Zwiebel. Nö, nö. Die Zwiebel. Feind Nummer 1. Und schmeckt's gut? Mhm. Wunderbar. Das ist schön. Ohne zum Lauchwurzel oder ohne Dippel oder sonst irgendwas, brauche ich auch nichts dazu. So, jetzt mache ich meinen. Mit Hackfleisch. Zwiebeln. Käse. Dönerfleisch mache ich noch rein. Einfach mal um zu probieren.
paar Bohnen. Ein bisschen Mais. Ja? Nichts. Die reinste Katastrophe. Da fällt alles raus, Mama. Auf der anderen Seite. Wo denn? Ach, da! Auch noch! Ja, gut. Wenn man es nicht tagtäglich macht, dann macht man halt eigentlich ein paar kleine Fehler. Ist ja Fehler. Ja, ist halt so. So, Alias. Burrito ist auch fertig. Ganz klein. Bitte sehr. Und meins wird dann auch gleich gezeigt. So, meiner ist jetzt auch fertig. Bin mal gespannt, wie der innerlich aussieht. Ja, sieht gut aus. Jetzt wird schön gegessen. Und dann machen wir bestimmt noch ein Fazit zusammen. Genau. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oi. Dann kommen wir noch zum Gesamtfazit. Der darf anfangen. Also ich würde sagen, das war sehr gut. Wirklich allzu mehr klasse. Ich habe jetzt euren Gässer, aber satt bis oben noch. Ja gut, den hat er ja richtig fett belegt. Aber top. Dankeschön für die Einladung. Achso, halt, ich habe mir selber eingeladen. Macht nichts. Okay, auch dir Dankeschön, gell? Kein Problem. Für Speis und Trink war klasse. Spatzel, so, ich übergebe das Wort an euch. Und du? Wunderbar, die. Wie heißen die? Burritos. Burritos, genau, ja. Das wächst bei mir auch manchmal. Die waren wunderbar und lecker. Ja. Ja, und heute schließe ich mich einfach nur mal an. Nein, die Burritos, wirklich ganz einfach zu machen, wenn man die Zutaten vorher ein klein bisschen in der Pfanne röstet, anschwenkt, habt ihr ja gesehen, wie ich es gemacht habe. Richtig, richtig geil. Er hat mich vorher gefragt, was hast du mit der Ananas gemacht? Ja, kurz in der Pfanne geschwenkt. Mhm. Und es schmeckt ganz anders. Gestern eben meiner mit Döner und Ananas, Leute, das Ding war der absolute Hammer. Heute habe ich ja von allen etwas rein, aber da muss ich sagen, der gestrige hat mir sogar noch besser geschmeckt. Weil der war, ja, einfach nur geil. Aber ansonsten heute natürlich auch richtig lecker. Zwei Stück kann ich heute noch machen. Einen wird wahrscheinlich Dalina noch alleine verdrücken und den anderen teile ich mir dann mit der Manu. Aber das machen wir out of Video. Wir wollen ja heute noch halbwegs unsere Sachen komplett loswerden. Also futtern wir nachher nochmal. Mal gucken. Jo, jetzt haben wir es. Ja, 4:30 und gegen 8 zu machen wir uns dann. Nee, da sind wir ja im Livestream. Egal, irgendwie, oh ja, auf jeden Fall. Irgendwie machen wir uns heute nochmal was. Und ja, in dem Sinne, danke fürs Zugucken. Ein nettes Kommentar wird mich freuen, wird uns freuen. Abo sowieso. Und in dem Sinne sagen wir mal tschüss. Tschaukowski. Bis zum nächsten Mal. Genau. Dann gehen wir raus aus dem Bild. Oder? Tschüss. Passt.